Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Lily Looking Through. Ja, Let's Play. Genau. Ja, da oben sitzt die fette Qualle mit unserer Brille. Da ist unser kleiner Bruder. Und wir schauen mal, was wir hier so veranstalten können. Sie guckt zu den Glocken. Und, oh, Bro, Bro heißt er. Bro. Ja, dann gucken wir mal, was wir mit den Glocken hier machen können. Fangen wir mal hier vorne an. Ah, fliegt der Drecksack weg. Das ist gut, aber unsere Brille ist immer noch da oben. Das Wasser leuchtet blau. Oh nein. Hinterher. Das war wohl nix. Ich kann jetzt auch nur wieder hier hochgehen. Aber wir konnten das ja freilegen da unten irgendwie. Vielleicht können wir einfach das frei machen. Und hinterher tauchen. Yeah! Oh Gott. Oh Gott, kann die überhaupt so lange tauchen? Kann die so lange Luft anhalten? Ah, da ist Luft runter, okay. What the fuck ist das jetzt schon wieder? Nee, ich drücke jetzt mal nicht aufs Fragezeichen. Okay, ich kann hier daraus, daraus. Gucken wir mal kurz. Aber da ist, glaube ich, nur dieses Gitter gewesen. Ja, versperrt. Der Weg ist versperrt. Müssen wir vielleicht nachher mit den Glocken und den Farben irgendwas zusammen machen? Oh Gott. Okay, wir haben hier 5 Farben und 3 davon sind in diesen Lampen schon drin. Ah, okay. Gelb-grün, dann ist hier wahrscheinlich... Ah, okay. Rot, lila, gelb-grün, blau und... Das sieht aus wie eine Duracell. Und die Duracell.
Okay, aber dieses Orange ist hier nicht in diesen Säulen. Ziehen wir mal wieder zu. Und jetzt haben wir Blau, wir haben Lila, wir haben Rot, wir haben Gelb und wir haben Grün. Vielleicht ist das die geheime Kombination, die uns jetzt das Gitter öffnen lässt. Et voilà. Nein. Es ist ja auch irgendwie, die Brille muss ja da unten auch irgendwo liegen. Hier irgendwo muss die Brille ja sein. Aber ich sehe sie nicht. Nee. Liegt hier nirgendwo? Keine Ahnung. Tja, was können wir hier machen? Ach, hier oben können wir auch nochmal anfassen. What the fuck? Was? Nein. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Also Rot und Lila. Was war das denn? Das war. War das Blau? Scheiße. Farbenlehre. Ja, ich probiere einfach mal ein bisschen rum. Ah, okay. Wenn die Lampe an ist, entzieht sie den Säulen die Farbe Blau. Hier entzieht sie die Farbe Gelb. Hier entzieht sie die Farbe Rot. Wenn die aber ausgefahren sind, gibt sie Grün. Oder gibt Lila. Das können wir nochmal ganz kurz ausprobieren. Jetzt müsste sie Lila verteilen. Ah ja, genau. Und hier geben wir mal Duracell Strom. Wir geben Strom. Wir geben mal die Duracell. Okay, jetzt ist aus dem Grün orange geworden. Aber beim Lila hat sich nichts verändert. Müssen wir die irgendwie alle auf eine Farbe bringen, vermute ich. Jetzt müsste das ja grün und das gelb werden oder so. Ey, ich habe keinen Maler gelernt, ich weiß es nicht. Blau und gelb, na, fast richtig. Wenn wir jetzt blau entziehen, wird das dann weiß? Bin ja so Noob. Okay, es passiert gar nichts. Dann entziehen wir mal gelb. Okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich als letztes gemacht habe. Dann geben wir jetzt mal Grünton auf alles. Ah, alles grün geworden. Ist jetzt der Weg frei? Ist der Weg frei? Die Ampel ist auf grün. Kaffee. Ist ja auch noch früh am Morgen hier. Nein. Ja, es tut mir leid, die muss nochmal abtauchen. Hü. Also das Rätsel davor mit diesen Regenschirmen, das fand ich, oder mit diesen Schirmen, das fand ich noch mit am besten bisher.
So, wir haben schon mal alles auf einer Farbe. Wir können jetzt quasi mal alle Farben durchprobieren. Ich muss mal kurz überlegen. Ich entziehe mal blau, dann wird es, glaube ich, gelb. Yeah! Ah, da ist die Brille. Okay, gelb war die Farbe, die wir brauchten. Sehr geil gemacht, ehrlich. Sehr geil. Was? Da geht's auch noch weiter. Halt bloß die Luft an, Kleine. Was macht's denn jetzt? Was auch immer das gemacht hat. Ach, wir können es wieder zumachen, ne? Okay, nee, wir machen es einfach mal auf und schwimmen dann mal oben raus. Da oben. Wahrscheinlich war sie in ihrem früheren Leben Perlentaucher oder so, solange wie sie die Luft anhalten kann. Okay. Das ist aber nicht gesund. Ach, die Scheibe ist vereist. Es hört nicht auf, es hört nicht auf. Okay. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen Wärme auf den Kessel geben hier. Aber es gibt hier, glaube ich, nichts weiter, was man benutzen kann. Ich check das nochmal. Nee. Ich setze nochmal ganz kurz die Brille ab. Okay. So einfach geht's natürlich auch. Okay, ist das schon wieder ein neuer Level? Ich gucke mal kurz. Nee, gehört wohl immer noch dazu. Okay, Brille auf. Hammer. Aber hier geht gerade nichts. Ich gucke noch mal. Tatsache nicht. Brille. Nee, also hier geht gerade nichts. Mal ganz kurz gegenchecken. Okay. Wie sieht's aus, wenn wir das hier zumachen?
kommen wir da auch nicht rein. Okay, und ist dann auch noch da oben das zugefroren? Dann bin ich nämlich mit meinem Latein am Ende. Vielleicht müssen wir es auch noch, müssen wir es aufmachen und dann nochmal die Farben ändern. Ja, in der Tat ist es immer noch zugefroren hier. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Puh. Okay, also wir hatten auf jeden Fall die Brille gefunden und wir machen das jetzt hier einfach mal auf. Ich hoffe nicht, dass wenn wir jetzt die Farbe ändern, einmal so entzieht er, so gibt er. Wir geben da mal Lila drauf, weil da war ja irgendwie, das sah ja so irgendwie Lila da drin aus. Okay, das macht er gar nicht. Ach, das wollte ich doch. Ah! Okay, hat Blau da rausgezogen. Wie komplex, ne? Das ist echt. Okay, jetzt ist es hier rot. Es war ja vorher lila. Können wir, wie kriegen wir das Gelb hin, wenn wir dem Rot das Grün entziehen oder das Blau entziehen? Ne, Blau haben wir ja schon gemacht. Wir entziehen ihm mal das Gelb. Das macht er nicht. Können wir Rot entnehmen? Das wäre allerdings ein bisschen dämlich. Nee. Dann müssen wir irgendwas dazugeben. Würde ich mal sagen, geben wir mal Grün dazu. Okay, das war dämlich. Scheiße. Ah, fuck, wie kriege ich ihn jetzt? Kriege ich das wieder auf Gelb? Okay, aber als wir hier drauf gedrückt haben, da kam doch hier was raus. Ah. Das ging aber eben noch nicht, ne? Das war jetzt. Ich hab da vorhin schon mal auf Rot gedrückt, da kam da nichts raus.
Okay, die sind jetzt gewachsen. Ah, wir können aussteigen. Ich gucke mir das nochmal kurz. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, glaube ich, langsam. Ach, sie ist eingefroren. Scheiße. Entschuldige. Tja. Gut. Dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht und wie wir hier rüberkommen, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bin der Patrick und das war Lily Looking Through. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.